Ja, ich heiße Gerlinde Kosina und wohne in Wien. Also ich bin auch Österreicherin, wohne in Wien. In Wien. Und jetzt darf ich dich nach deiner Arbeit, ich kenne ja viele Arbeiten von dir, würdest du uns erzählen, was für dich in deiner Arbeit, in deiner künstlerischen Tätigkeit sozusagen ein Hauptthema ist, ein Hauptanliegen und mit welchen Mitteln setzt du denn diese Anliegen um? Eigentlich bin ich Malerin und mal Öl mit Öl. Und die Bilder sollen eigentlich immer über sich hinausgehen. Es ist eigentlich nie ein Ende, so wie die Welt irgendwie ein Ende, also kein Ende hat und man weiß auch nicht, wo sie hingeht. Und das ist eigentlich so eine Intention, wo ich sage, das ist ein bisschen verschwommen und es ist etwas dargestellt, aber eigentlich ist es etwas abstrakt dargestellt. Man kann erahnen und man kann sich auch halt ein Bild daraus machen, selber. Also man kann seine Gefühle oder sein Feeling in die Arbeit hineingeben. Und außerdem möchte ich ein bisschen faszinieren. Und jetzt zu der heutigen Veranstaltung. Wie du von dieser Polsterausschreibung gehört hast, was ist dir da so durch den Kopf gegangen? Was war das Motto, das du überhaupt mitgemacht hast, beziehungsweise wenn du uns dann erzählst, was deine Arbeit darüber aussagt? Zuerst war ich über den Polster irritiert, weil man dachte, am Polster, puh, was ist das? Und dann habe ich halt gelesen über Polster oder halt auch deine Sachen geschrieben, also gelesen, was du darüber geschrieben hast und wollte zuerst eine andere Arbeit machen, aber dann bin ich auf dieses Spiegelbild gekommen. Das heißt, in einen Spiegel schauen, sich selber sehen oder jemand anderen sehen, den man nicht sieht, was dahinter ist und wie man sich selber sieht und was der andere in einem sieht. Und dann bin ich auch drauf gekommen, dass dieses Spiegelbild oft eine falsche Selbstdarstellung ist. Und das Thema ist ja eher die Vernetzung mit anderen Künstlern und eher halt so eine Friedensbotschaft. Und dann habe ich gefunden, diese Maske, die ich eigentlich immer hängen gehabt habe, und das ist so eine Netzmaske. Und dann bin ich auf die Spiegelfolie gekommen, die habe ich über einen Polster gegeben. Und dann habe ich mich für die Spiegelfolie und nicht für einen Blutrausch entschieden. Aha. Zuerst war es eher ein Blutrausch, also so ein Hemd mit einer, wo ich viele rote Farben drauf habe. Und über eine Puppe zu ziehen, ja. Aber ich war dann zu brav und habe den Polster genommen, sage ich einmal. Aber wir haben eine Freude mit dem Objekt und ich denke, dass da kann man auch nachdenken, was ist das wirklich mit der Spiegelung und so. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie schaut denn deine nächste Zukunft aus? Gibt es größere Pläne für Ausstellungen, Projekte? Du bist ja auch sehr aktiv und du unterrichtest auch in vielen Sommerakademien und Ähnlichem. Ja, ich habe jetzt einen Enkel bekommen und das ist jetzt die Geburt vorbei, jetzt fange ich eine neue Geburt an. Und wie du es gesagt hast, ist immer wieder was Neues. So, was Neues habe ich auch jetzt mit dieser Spiegelfolie große Bilder gemacht und möchte halt ein bisschen auch eine andere Arbeit machen. Also die Tendenz, immer wieder was Neues zu finden, ist schon gegeben. Und solche Ausstellungen, die bringen auch einen zum Anlass, anders zu denken und anders zu arbeiten. Also Bildhauerei ist leider halt für mich schon zu spät, aber vielleicht komme ich ja mal zu einem Kurs zu dir. Ja, also es ist sehr interessant. Also, okay, dann wirklich. Ich bin schon sehr neugierig auf deine zukünftigen Arbeiten. Ich kenne ja deine klassischen, schönen, farblichen Arbeiten. Ja. Und ja, viel Spaß und viel Energie für die neuen Arbeiten. Danke. Danke vielmals. Dankeschön. Ebenfalls. Danke. Und hoffentlich bald wieder, gell? Ja. Okay. Danke, Elisabeth. Danke.